BRC. Bei mir Cheftrainer Roman Stary. Roman, wie blickst du auf die 90 Minuten hier in Wien Favoriten zurück? Ja, zuerst einmal auf jeden Fall enttäuscht nach dem Ergebnis, aber nach dem Spielverlauf und der Leistung unserer Mannschaft. Sehr enttäuschend, dass jeweils der Beginn in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit, wo wir es der Austria einfach sehr leicht gemacht haben, dass sie zu einem Tor kommen. Und ja, die Austria hat es dann gut gemacht. Sie haben die Defensive verstärkt und wir haben leider kein Mittel gefunden, dass wir gefährlich werden können. Und somit geht der Sieg in Ordnung. Auch natürlich in der Höhe. Und jetzt müssen wir uns für Sonntag was einfallen lassen, dass wir das vielleicht nochmal für unsere, also zu unserem Gunsten umkehren können. Gut, Fragen bitte. Roman, was mich überrascht hat, deine Mannschaft hat deutlich müder gewirkt als wie die Austria, körperlich und geistig. Ein Gefühl, das getäuscht hat. Und wenn du es genauso siehst, was war da eine mögliche Begründung für, aus deiner Sicht? Ich habe es auch ähnlich empfunden, speziell geistig. Jetzt beim Körperlichen, wenn man so nach so kurzer Zeit in Rückstand gerät, ist es schwer. Da ist dann für die Austria gehörig leichter geworden. Sie haben dann auf Konter gespielt, was ganz verständlich und normal ist. Aber ich habe halt auch so den Eindruck gehabt, wir waren einfach nicht hungrig genug. Am Sonntag wird es dann eine Willenfrage, das Wunder zu erzwingen. Totale Offensive oder woran wird es dann, wovon wird es abhängen? Also die Willensfrage war heute schon da. Das war ein absolutes Thema bei uns. Wie wir in das Spiel gehen, da haben wir uns ganz was anderes vorgenommen als das, was wir dann gezeigt haben. Und wenn man das Spiel heute sieht, müsste man normalerweise sagen, der Kass ist gegessen, das hat sich erledigt. Aber im Fußball ist schon viel passiert und wir müssen jetzt alles dran setzen, dass man da vielleicht irgendwo, ja, kann ich schon fast bewusst sagen, an ein kleines Fußballwunder noch glauben können. Bitte. Ich hoffe nicht, weil das war das, was ich Ihnen seit Sonntag gesagt habe. Also ich habe mein Spiel am Montag angeschaut in Hartberg und habe dann am Dienstag und also jetzt die Tage, Dienstag, Mittwoch und heute immer wieder betont, wie aggressiv die Austrianer waren, speziell wenn man ihnen Räume gibt. Und entweder sie haben es mir nicht geglaubt oder die Austria hat es wirklich so gut gemacht. Aber ich kenne unsere Mannschaft auch anders und ja, das müssen wir jetzt analysieren und die Schlüsse draus ziehen für Sonntag. Eine Frage, ich erwarte in der zweiten Hälfte, wird man einen anderen WRC sehen, es ist aber durch diese schnelle Tor, wenn man noch was passiert. Was haben Sie der Mannschaft zur Pause gesagt? Oder was war nicht in Ordnung aus Ihrer Sicht bei dieser Zuteilung, weil die Austria immer so gefährlich vor Tor gekommen ist? Es war, also für mich war das Hauptthema heute eben diese Willensfrage, das Auftreten. Zur Pause ist erst 1-0 gestanden. Da habe ich dann schon ins Gewissen geredet und ein bisschen die Leviten gelesen und gesagt, dass wir uns, wenn wir eine Chance haben wollen, ganz anders präsentieren müssen. Ja, und dann sind wir rausgegangen und nach nicht einmal 2 Minuten haben wir das nächste Tor gekriegt. So, von der Abwehr her brauchen wir über die desolate Leistung ja nicht wirklich reden. Wenn du jetzt aber mit den Herrschaften durchgespielt hast, was ist wirklich mit diesem Locherschwille passiert? Weil ich meine, das war ja heute wirklich auch, man über das Talent von Herrn Muharemovic brauchen wir uns auch nicht unterhalten, aber bei allen 3 Toren dabei und er spielt durch die Partie. Man, was ist mit dem Locher passiert? Der war doch zu Beginn der Meisterschaft die erste Hälfte dieser Saison, abgesehen von seinen roten Karten, aber ansonsten hat er doch solideste Leistungen gebracht. Ist er in so ein Loch gefallen, aus dem er nie mehr rauskommt? Also seit ich die Mannschaft dann übernommen habe, war mal, also Statistik und Fakten, er hat, war damals nach 22 Spielen 3 rote Karten gehabt, das war ein Unsicherheitsfaktor. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann den Tarik Muharemovic in die Mannschaft eingebaut, er hat
sehr gute Leistungen eben auch als Talent gebracht. Und der Luca hat dann in den Trainingseinheiten nicht so überzeugt, dass er den Tarik aus der Mannschaft gespielt hätte. Und der Tarik ist sicher nicht hauptverantwortlich für die Niederlage heute, weil da heute schon meine schützende Hand über ihn. Das ist schön, das ehrt dich, aber es hilft leider nichts, dass er bei allen drei Toren dabei war. Ne? Auch beim letzten Köpfe, da den Gegner unbedrängt den Ball vor die Füße, nämlich Herrn Zacharia, der dann spielt den Pass. Ne? Und beim ersten geht der Ball über ihn drüber. Ne? Und beim zweiten. Aber ich meine, ist es eine Chance, dass der Henriksson fit wird bis Sonntag? Kann sich das ausgehen oder rechnest du damit nicht? Also ich würde es hoffen, aber laut unserem Arzt wird es sehr schwer werden. So würde ich es analysieren, ja. Gut, gibt es noch Fragen? Dann darf ich Danke sagen und wünsche noch einen schönen Abend. Wiedersehen, danke.